Der Sieger des 16.200 Minuten andauernden Meisterschaftsmarathons heißt Salzburg. Ein Marathon im Feiern wird's freilich nicht. Denn in exakt 5 Wochen beginnt die Titelverteidigung. Trotz Rapids Kantersieg werden in dieser Meisterschaft nur 448 Tore erzielt. Gegenüber den 478 vom Vorjahr ein Rückschritt von 30 Treffern. Der schwachen Torausbeute trugen die aufrechten Fans Rechnung. Nur 1.115.700 Zuschauer fanden sich in den Stadien ein. Das sind 71.600 weniger als letzte Saison. Aber nicht alle Zahlen sind rückläufig. 745 Mal gelb gegenüber 733 vom Vorjahr. Ein leichter Anstieg. Während die 67 roten Karten Bundesliga-Rekord darstellen. Das war also die Meisterschaft in der ersten Liga. Das war der Abschluss der Meisterschaft. In der zweiten Division, da ist noch eine Entscheidung ausständig, nämlich wer wird Zweiter und wer